Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen hier bei einem neuen Commentary von TSK Gaming. Ja, seit langem mal wieder ein neues Video, beziehungsweise ein neues kommentiertes Video, denn vorher war ja immer nur so HDBVR-Test und sonstiges. Echt lange nichts mehr gekommen, richtig lange nichts mehr gekommen. Hat auch seine Gründe und die Gründe sind, naja, wie soll ich sagen, nicht so harmlos, wie vielleicht die meisten denken. Es ist ganz schön viel Scheiße passiert, sage ich mal, 2002. Aber es ist auch wieder was Gutes passiert und 2012, tut mir leid, falls ich eben 2002 gesagt habe. Erstmal schnell zum Gameplay. Ich spiele hier mit der AK-47 schallgedämpft. Dann habe ich noch die Python oder Python oder wie man es auch nennen will, in der Akkumo dabei. Wie man hier sieht, noch die Claymore. Als Abschussserien habe ich dabei das Spionageflugzeug. Dann habe ich noch dabei die Kiste, die Vorratskiste genauso rum. Und als drittes habe ich dabei den Blackbird. Den Blackbird werde ich sogar erreichen. Wundert mich zurzeit nicht, habe ich recht viel, finde ich cool. Ja, was soll ich denn noch sagen? Das war es eigentlich, was ich jetzt so habe. Flinkheit Pro und so ein Scheiß, das weiß ich jetzt alles nicht genau. Ist auch nicht so schlimm, wir müssen hinmachen. Na gut, wenn nicht, packe ich noch ein zweites Gameplay mit dran. Ist ein bisschen viel zu erzählen. Also meine Themen sind heute, was ist bei mir bzw. bei uns 2012 passiert. Und das zweite Thema ist, wie geht es weiter mit TSK? Denn ja, ich glaube, das erste wird euch ein bisschen mehr interessieren. Fällt mir ein bisschen schwer drüber zu reden, muss ich sagen, aber ja, naja, ich krieg da schon irgendwie auf die Reihe. Black Ops, ja, ich kaufe mir keine M3, ich bin totaler Feind eigentlich von Call of Duty. Und zurzeit zocke ich trotzdem recht gerne Black Ops. Ja, mit dem Kumpel kann man sagen und macht echt Spaß. Mal wieder bin in den Prestige gegangen. Und ja, egal, wir machen mal weiter im Gameplay, nicht im Gameplay vom Gelaber her. Boah, bin schon wieder lange, ich habe ja lange nicht mehr aufgenommen, das muss schon wieder schnell raus. Ja, was ist 2012 bei mir passiert? Ja, vier Freunde sind von mir gestorben 2012. Ja, hört sich vielleicht sogar harmlos an, was es überhaupt nicht war, weil die erste, die gestorben ist, ist an natürlichen Umständen von Herzproblemen und was auch immer passiert. Ja, hat mich schon ganz schön runtergezogen, muss ich sagen. Der zweite, der gestorben ist, hat einen Autounfall. Der dritte, der gestorben ist, hat auch einen Autounfall. Und Nummer vier war wieder ein Mädchen und ja, sie hat Selbstmord begangen. Ja, und es ist schon ein bisschen scheiße, darüber zu reden, aber ja, ich wollte nur mal Bescheid sagen, damit ihr wisst, warum ich nichts aufgenommen habe. Ja, es besonders viel Scheiße dieses Jahr passiert und ja, weiter möchte ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Eigentlich sollte man dafür Verständnis haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich wollte nur mal sagen, es ist so passiert und ich konnte einfach nicht aufnehmen. Es ging einfach nicht, irgendwas aufzunehmen. Es tut mir auch wirklich, wirklich leid, aber es geht nicht und ich glaube, eigentlich brauche ich mich dafür auch nicht entschuldigen. Gut. Die gute Sache, die 2012 passiert ist, ja, vor circa 3 Wochen, heute ist Samstag, ich weiß nicht, ob ihr es, wann ich das Video hochlade, ja, habe ich jemanden, na gut, sage ich nicht mal kennengelernt, also das habe ich schon letztes Jahr kennengelernt, aber ja, als Freundin bekommen, sage ich mal so, und ja, ist schon toll, muss ich sagen, und ja, deswegen komme ich auch nicht so viel zum Aufnehmen. Diese Sache hat, ja, wie soll ich das sagen, hat mich ganz schön rausgeholt aus dem Zeug, aus dieser, sage ich mal, Trauer, obwohl die Trauer gar nicht, na doch. Naja, war schon schlimm, aber kann man einfach nicht erklären, kann man wirklich nicht erklären. Ja, hat mich da irgendwie rausgeholt aus der ganzen Sache, so kannst trotzdem irgendwie wieder froh sein. Und ja, ist schon toll, ist wirklich, dafür muss ich dir besser nochmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank, falls ihr dieses Video überhaupt sehen wird. Ja, es geht mir schon ein bisschen zu weit ins Persönliche jetzt wieder. Ist jetzt auch nicht schlimm, gehen wir weiter. Was wird aus TSK? Ich habe mir die HDPVR geholt, die Hauptauge HDPVR oder Hapag HDPVR, wie man sie auch nennen will. Ja, was mache ich jetzt damit? Aufhören habe ich eigentlich keine Lust, weil ich kaufe mir das Ding nicht umsonst für 110 Euro und dann liegt es so dumm in der Ecke rum und ich kann es nicht benutzen. Deswegen werde ich vielleicht ab und zu mal was hochladen. Nur schreibt in die Kommentare, ob ihr wirklich was sehen wollt. Wenn nicht, lasse ich es komplett. Dann lasse ich es einfach. Let's Plays. Also was es wieder geben würde, natürlich Let's Plays, Commentaries, alles durch, was es bis jetzt gab.
Was ich auch zurzeit mache, so ein bisschen mit Photoshop rum, was mache ich zwar schon immer, aber etwas künstlerischer begabter, sage ich mal. Ihr könnt mal nach Queen Freeze suchen, Queen Freeze DeviantArt, dort seht ihr ein paar Bilder von mir. Intros bastle ich natürlich auch und Wallpaper und Logos und Hintergründe und mache ich natürlich immer noch alles wie früher. Und schaue ich mal, wie lange das Gameplay noch geht. Ja, da haben wir doch noch recht Zeit, da brauche ich mir gar nicht, mehr so schnell zu reden, weil ich habe gedacht, das dauert jetzt Ewigkeiten. Ja, ich denke mal, Benny wird aufhören. Beziehungsweise sind wir jetzt zu dem Entschluss eigentlich gekommen, wir hören beide auf. Aber ich will das Ganze nicht so liegen lassen. Wir haben das jetzt so durchgezogen und wir haben das alles so gemacht und so hochgebracht. 300 noch was Abonnenten, ich weiß die Zahl gerade genau nicht. Und ist schon geil, nur eine wichtige Sache, die bitte ich euch, schreibt mal Kommentare, wirklich. Wir haben auf 100 Aufrufe einen Kommentar, wenn überhaupt, und wir haben 300 Abonnenten. Wie kann man von 300 Abonnenten nur einer auf die Idee kommen, mal einen Kommentar zu schreiben oder einer auf die Idee kommen, mal einen Daumen hoch zu geben? Ich meine, viele sagen es, ja, ist kein Problem, ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich halt keine Kommentare, ist mir doch egal, Hauptsache ich habe Spaß daran. Es macht aber wirklich kaum Spaß, wenn man sich die ganze Mühe macht und wie ich bei meinem PC 2 Stunden ein 10 Minuten langes Video rendere und das 1 Stunde lang noch hochlade. Dazu muss ich es ja auch noch aufnehmen. Ich mache das auch für euch, ich mache das für mich, ich lerne dabei das Reden. Wirklich, das hat mir schon einiges gebracht, dieses freie Reden und dieses, ja, so bisschen Scheiße erzählen und so, das hat schon echt was gebracht und es ist immer wieder toll, mal wieder Scheiße zu erzählen, hört sich blöd an, ist aber echt cool. Ja, also bitte schreibt mal mehr Kommentare, auch unter dieses Video, wir sind 300 Abonnenten und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wirklich. Wir machen Gewinnspiele und sonstiges, nur damit wir eine Community schaffen. TSK ist nicht nur oder bestande nicht nur aus Benny und mir. TSK ist eine Gemeinschaft. TSK sind eigentlich alle, die es wollen. Ihr könnt den Clan-Tag TSK benutzen, bei allen Spielen, bei T-Worlds, bei COD, bei Battlefield, wie ihr wollt. TSK ist eine Gemeinschaft. Deswegen haben wir auch immer so in diesen Livestreams mit euch zusammengewirkt. Wir haben euch angerufen, haben was mit euch gelabert, wir haben mit euch gezockt, wir haben alles gemacht, was es ging. Hauptsache, wir bringen die Community nach oben. Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe den Blackbird erreicht. Yes, ich habe mich gefreut wie sonst was, glaube ich. Ich liebe den Blackbird. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn habe. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, 10 Mal oder so gehabt. Hört sich jetzt nicht so viel an, aber ja, in den letzten 4 Tagen war das. Ne, 3 Tagen sogar nur. In diesen letzten 3 Tagen habe ich auch meine 42 Level geschafft bis dahin und das fand ich auch schon cool. Ey, das Gameplay ist jetzt schon, ist von gestern, glaube ich. Ja, das ist von gestern. Und, na gut, passt ja, das Endergebnis muss ich dann nochmal nachschauen, das seht ihr dann aber selber. Gucke ich schnell nochmal nebenbei bei mir hier. Ach, mein PC ist so verdammt lahm geworden, aber ich habe jetzt Vegas 11 und ich hoffe, Vegas 11 hilft mir ein wenig dabei, schneller zu rendern. Komm schon, liebes Video. Ja, komm. Und 23,5 geht das Ganze aus. Und ja, das war's, Leute. Ich sag ciao. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie soll es mit TSK weitergehen. Soll ich weiter Videos machen oder soll ich es doch komplett lassen? Schreibt's in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an, dass ich nichts aufgenommen habe. Ciao.